Moin Moin hier aus den Räumlichkeiten der Gamers.de Redaktion. Wir wollen euch heute mal wieder zeigen, was der kommende Monat so für euch in petto hat. Eines kann man vielleicht schon sagen, die großen Blockbuster sind nicht dabei. Aber stellt euch eure Aufmerksamkeit wie ein Vergrößerungsglas vor. Wenn ihr diese nun, mit unserer Hilfe natürlich, auch mal auf kleinere Titel lenkt, könnten auch diese groß rauskommen. Und wir beginnen dieses Mal mit einem Titel, der auf den Namen Murdered Sole Suspect hört. Er könnte aber auch heißen, oh Mann, wenn das mal gut geht. Denn hier trifft Ghost, Nachricht von Sam, hallo Patrick Swayze, auf ein Spielkonzept der Marke Quantic Dream. Soll heißen, die Story um den verstorbenen O'Connor steht recht kompromisslos im Mittelpunkt und weniger das Gameplay, das einem quasi jeden detektivischen Fehler verzeiht und sich deswegen ein bisschen schlaff anfühlt. Und da haben wir die Krux, denn bei einem so mutigen Ansatz sollten die Story-Schreiberlinge besser mal einen richtigen Sahnetag erwischen. Und das kann nur jeder für sich selbst beurteilen. Inazuma 11. Menschen, die irgendwann während des güldenen Zeitalters geboren worden sind, das sich heute die 80er nennt, können vermutlich nicht verhindern, dass sich hier gewisse Assoziationen mit den Kickers bilden. Erinnert ihr euch noch an Mario, den Keeper, der den Teufelsdreier aushebelte? Oder Sascha, der mit seinem großen Bauch und noch größeren Bizepsumfang so manches Spiel per Einwurf drehte? Wenn euer Nostalgieherz nun höher schlägt, könnte Inazuma Go, Licht bzw. Schatten, das Richtige für euch sein. Denn hierbei handelt es sich um einen Hybriden aus Fußball und Rollenspiel, bei dem ihr auch aus hunderten von Charakteren mit unzähligen Special Moves eine schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen müsst. Dass der Titel einen Tag nach Beginn der WM in den Läden steht, ist natürlich auch nicht schlecht. Valiant Hearts könnte einer der Titel werden, auf die ich in der Einleitung hinaus wollte. Von wegen ganz groß, wenn man genau hinsieht und so. Der Titel spielt in Mitteleuropa der Jahre 1914 bis 18. Also zur völlig falschen Zeit am falschen Ort, denn der Erste Weltkrieg tobt und bestimmt das Schicksal der 5 spielbaren Charaktere. Die handgezeichneten Protagonisten und Landschaften sind dabei fantastisch gelungen und erzeugen eine wahnsinnig dichte Atmosphäre, umgeben von Granatfeuer, Zeppelin und den entfesselten Hunden des Krieges. Einer von den Vierbeinern ist übrigens der heimliche Oberheld von Valiant Hearts und hilft allerorten bei der 2D-Action-Knobelei. Der Titel erscheint am 25. für die Konsolen von Sony, Microsoft und den PC. Es kommt. Grid Autosport. Ein Auto, ein Computer, ein Mann. Nicht einmal 12 Monate Entwicklungszeit benötigte der neue Ableger der Grid-Reihe. Normalerweise kein irre gutes Zeichen, aber das Feeling beim neuen Grid stimmt von Anfang an. Schwere Boliden, die mit wütenden Motoren um die Kurven rauschen und mit der gebotenen Prise Aggressivität auf Überholversuche reagieren. Das ist nur Rennsport, Freunde, wenn nicht sogar Autosport. Während das Fahrerfeld bei Gran Turismo von oben betrachtet stets so aussieht, als würde eine Bande Autos den Begriff Perlenkette pantomimisch erklären wollen, haben die KI-Gegner hier noch verstanden, dass Kampflinie das Tourenwagengebot der Stunde ist. Noch Fragen? Also, was die Knight Rider-Anspielung sollte. Naja. Grid kommt mit einem kleinen Twist daher. Und zwar sollen die Spieler sich für einen Wagen entscheiden und durch Verbesserungen und Reparaturen eine Beziehung zu mir aufbauen. Dadurch wird er zwar immer besser, aber auch immer älter. Und irgendwann ist die Instandsetzung so teuer, dass sich der alte Freund einfach nicht mehr rechnet. Und dann, goodbye, Kid. Sniper Elite 3, ein Titel, der hält, was er verspricht. Denn ihr spielt in drei Teufelsnamen die Elite der Sniper, nämlich den Scharfschützen Carl Fairburn. Ein Mann, der sich zum Schutze vor Effektgewitter lieber eine Tarnkappe überstreifen würde, um die Gegner ohne großes Aufsehen ins nächste Leben zu befördern. Und mit Gegner meinen wir hier einmal mehr die Nazis, die sich nicht einzubilden brauchen, in Afrika sicher zu sein. Ganz im Gegenteil. Mit List, Heimtücke, einem Fernglas und diversen Püsterichen ausgestattet, tritt der Sniper den Deutschen entgegen, sodass sich so manche an die Ostfront wünscht. Mehr Spaß hat da schon der Spieler, der sich an der sehr gelungenen Schussmechanik von Sniper Elite 3 erfreuen darf. Denn Gravitation, Luftwiderstand und die eigenen Bewegungen wollen alle berücksichtigt werden vorm Schuss.
Nur dann kommt man in Genuss von Mortal Kombat-esken Volltreffer-Szenen. Nanu? Da hat sich etwas bewegt. For every force in the universe, there's an equal and an opposite. For every hero, a villain. And for every victory, defeat. So heißt es im Trailer von Michael Bay meets Cybertron Transformers gelöt. Na, immerhin wird's ein epischer Fail. Kein Point-and-Click-Adventure, sondern ein Point-and-Click-Thriller verspricht das Indie-Spiel mit dem Namen Gods Will Be Watching zu werden. In einem futuristischen, pixeligen Setting seid ihr für euer eigenes Leben und das eurer Teamkameraden verantwortlich. Wie der Name des Titels schon nahelegt, gibt es auf dem harten Weg in Richtung Überleben einige noch härtere, ethisch fragwürdige Entscheidungen zu treffen, die den Göttern eventuell so gar nicht gefallen. Sollte man das schwächste Mitglied eines Teams töten, um die Ernährung der anderen zumindest für eine Weile sicherstellen zu können? Vielleicht ist es die krasse Dialektik aus eigentlich freudeversprechender Pixeloptik, die wir alle mit positiven Kindheitserinnerungen verbinden, und dem äußerst düsteren und gewalttätigen Setting. Vielleicht sind es die unumstößlichen Konsequenzen, mit denen ihr als Entscheidungsträger leben müsst, aber dieses Spiel hat definitiv das Zeug dazu, noch sehr lange in euren Köpfen herumzuspuken. Klappe zu, Affe tot, das war's mit dem Release-Kalender für diesen Monat. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass die Spiellandschaft im Juni wahnsinnig reich bestückt ist, aber wahre Schätze haben ja nun mal die Eigenschaft, sich in der Tiefe zu verbergen. Also vielleicht ist eins der kleineren vorgestellten Titel in diesem Monat genau das Richtige für euch. Ansonsten würde ich mich freuen, euch auf unserer Facebook-Seite oder auf gamers.de selbst demnächst wieder begrüßen zu dürfen. Und Abos erhalten Freundschaften. Bis dann!